Zuschauer möglich sind, doch zu bleiben und an der Siegerehrung teilzunehmen. Ein wunderschöner Fußballnachmittag geht hiermit zu Ende. Dafür Lippstadt wieder reibungslos über die Bühne gegangen ist. Einen herzlichen Dank an die Schiedsrichter, an ihre knifflige Entscheidungen. Ein Weltblitto habe ich persönlich gesehen. Aber bei 54 Spielen muss das drin sein. Und letztlich haben wir einen gerechten und auch einen rechten Sieger und auch drei weitere bestplatzierte Lippstädter Fußballmannschaften erleben können. Sie werden ausgezeichnet mit einer Urkunde und einem Preisgeld von 150 Euro. Der dritte Platz geht an die Mannschaft von Viktoria Lippstadt. Ja, ich glaube schon, dass ihr auch den zweiten genommen hättet, aber machen wir es doch richtig, oder? Ja, und in einem Finale, was auch keine Wünsche übrig gelassen hat in Sicht auf Kampfgeist und mit Sicherheit auch in Sicht auf fußballerisches Können, in dem ein Wenigist, dem Westfalenligisten, versucht hat, Paroli zu bieten und ich muss ehrlich sagen, es war ein schönes Spiel. Der zweite Platz geht an Blau-weiß Lippstadt. Ja, und dann, es kommt, wie es immer kommt. Am Ende gewinnt der SV. Und das mit Sicherheit verdient. Ich darf Dennis nach vorne bitten, als den Spielführer von SV Lippstadt, der den ersten Platz belegt. So, ich bedanke mich nochmal bei allen und fürs nächste Jahr warte ich als Stadtsportverband auf die Bewerbungen von den Vereinen bis spätestens 28. Februar. Herzlichen Dank und einen schönen Sonntagabend. Ja, auch ich von den Veranstaltern und bisherigen Stadtpokal möchte ich mich bedanken. Bei den Zuschauern, bei den Fans und bei den Mannschaften. Haben Sie eine gute Abendfahrt. Ja, ganz vergessen haben wir die Malteser, natürlich auch von Gold. Herzlichen Dank.